Hallo Menschen, heute möchte ich über sieben Bücher sprechen, die auf irgendeine Art und Weise Einfluss auf mich genommen haben. Warum ausgerechnet sieben? Liegt einfach nur daran, dass sieben meine Lieblingszahl ist und ich glaube sowieso schon zu viel rede, als dass zehn eine kluge Idee gewesen wäre. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein zweites Video. Für dieses Video möchte ich die Bücher in der Reihenfolge vorstellen, in der ich sie eben damals oder jetzt auch erst vor kurzem las. Nochmal mit dem Hinweis, dass das definitiv nicht immer Lieblingsbücher sind oder vielleicht auch nicht mehr, aber irgendetwas in mir auslösten, vielleicht auch eine gewisse Episode in meinem Leben begannen. Und das ist tatsächlich ein Video, was ich mal nicht geskriptet habe, weil ich ja prinzipiell nur über meine Vergangenheit rede. Ich hoffe, ich kriege irgendwie kohärente Sätze hin. Und dann geht es auch schon los mit einer Reihe, die ich jetzt hier gar nicht mehr da habe, die aber noch komplett in meinem Kinderzimmer steht. Und zwar wäre das Please Save My Earth, ein Manga. Und zwar der erste Manga, den ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Ich kannte gewisse Geschichten in diese Richtung schon durch die ganzen Animes. Mein Cousin hatte sich, glaube ich, auch mal ein paar Dragon Ball Mangas gekauft, aber das war so das erste, wofür ich mich entschied. Und das war tatsächlich auch mit der Auslöser, dass ich erstens hauptsächlich Mangas in meiner Jugend las, zusammen mit dem Genre, was ich dann noch durch das zweite Buch vorstellen werde, und dass ich tatsächlich auch selbst anfing zu zeichnen. Ich wollte lange Zeit Mangaka werden, was natürlich absolut utopisch ist in Deutschland, aber selbst wenn ich das irgendwie nicht erreicht habe, habe ich ständig gemalt, gelesen und eigentlich meine eigenen Geschichten erfunden. Das war meine komplette Jugend. Und das zog sich halt wirklich über Jahre hin und Please Save My Earth war definitiv damit ein Auslöser. Dann kommen wir auch schon zu diesem zweiten Genre. Es ist natürlich in meiner Jugend die Fantasy und der Herr der Ringe steht passenderweise dafür. Mich hat der Herr der Ringe definitiv mehr geprägt als Harry Potter. Einfach auch, weil ich Geschichten genau in diese Richtung schreiben wollte. Also es war wirklich epische High Fantasy. Ich habe auch die Karten genauso gezeichnet wie Tolkien, mir Sprachen ausgedacht und wollte halt wirklich so dieses große, das Gute gegen das Böse und so weiter und so fort über mehrere Bände. Ich bin ja inzwischen schon ein bisschen weg davon. Fantasy ist für mich jetzt immer so etwas zwischendurch, was ich gut finde und absolut wertschätze, aber es ist nicht mehr mein Hauptgenre, in dem ich lese. Und es gibt auch an Tolkien, speziell an der Herr der Ringe, einiges, was ich inzwischen kritisieren würde. Ich habe das schon mal ein bisschen angedeutet in einem anderen Tag. Aber es war halt im Begleiter für mich über so viele Jahre, dass ich es definitiv nicht unerwähnt lassen kann. Also Fantasy ging bei mir dann auch so ein bisschen fließend über in diese eher übernatürliche Horrorschiene, so Lovecraft-mäßig, und das dann wiederum in Thriller. Das heißt, das war in meiner Jugend auch da, aber Fantasy hat definitiv den größeren Einfluss auf mich gehabt, zumal ich Thriller und Krimis gar nicht mehr lese. Da komme ich aktuell nicht ran, das interessiert mich so gar nicht und Fantasy kommt mir ja doch immer mal wieder unter. Und wird mir, glaube ich, auch nie komplett jetzt so weggehen. Es wird immer eine Fantasy-Geschichte geben, die mich, glaube ich, wieder packen kann. Und dann kommen wir auch schon zum Gotteswahn von Richard Dawkins. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt, das heißt, wer mir schon ein bisschen länger folgt, kann jetzt auch vorspulen. Das ist prinzipiell immer noch dieselbe Geschichte natürlich. Und zwar geht es eigentlich darum, dass ich christlich erzogen wurde. Meine komplette Familie ist auch christlich. Und die sind jetzt zwar nicht irgendwie total hardcore, aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, in meiner Jugend war das einfach überhaupt kein Thema. Das war einfach so. Natürlich gibt es Gott, natürlich hat er die Welt geschaffen und es gibt Jesus und so weiter und so fort. Bis ich halt so mit 14, 15, würde ich sagen, anfing, langsam daran zu zweifeln, vielleicht auch nur daran, wie die Kirche das macht. Und das ging aber immer weiter, bis ich halt feststellte, nee, ich bin jemand, der Beweise braucht, ich gehe eher in die naturwissenschaftliche Richtung, ich möchte Fakten, ich kann nicht einfach nur irgendetwas glauben. Und das war halt der Auslöser, dass ich für eine nicht sehr schöne Zeit in unserer Familie. Ich meine, für alle Seiten. Es ist bestimmt auch nicht einfach, wenn dein Kind zu dir kommt und prinzipiell sagt, alles, woran ihr glaubt, daran glaube ich nicht, das kann ich für mich nicht annehmen. Das ist auch nicht leicht, aber von meiner Seite her war es halt wirklich, wirklich schwierig, weil alle Menschen um mich herum daran glaubten und mir das Gefühl gaben, dass ich die Komische bin, dass das seltsam ist, dass man natürlich an Gott glauben muss, dass ich weiterhin in die Kirche gehen soll und so weiter und so fort. Was halt für mich wirklich anstrengend war, weil ich als 14-, 15-jähriges Kind, möchte ich fast noch sagen, also nicht wusste, wie ich mich, ja, also gegen meine Eltern durchsetzen wollte ich gar nicht, aber mich irgendwie überhaupt erstmal verständlich machen. Ich wollte ja auch niemandem etwas Böses, ich wollte einfach nur mein Leben mit meinen Vorstellungen leben, wie das halt so ist als Jugendlicher. Und habe es auch partout nicht geschafft, irgendwie eine ordentliche Kommunikation hinzukriegen. Ich meine, das hat sich alles geändert, ich verstehe mich großartig mit meinen Eltern jetzt, wir haben dann auch über Religion nochmal später anders, ruhiger geredet, aber damals war es halt echt furchtbar. Und, um jetzt endlich mal auf das Buch zu kommen, Richard Dawkins war wirklich der Erste,
der mir da mal so ein bisschen das, also erst Erwachsene auch, der mir das Gefühl gab, es ist vollkommen okay, Atheist zu sein oder zumindest kein Christ, nicht zu glauben, zu zweifeln, das Übernatürliche nicht anzunehmen. Und das habe ich damals so gebraucht. Also es gibt inzwischen auch einiges an Richard Dawkins, was ich vielleicht so ein bisschen kritisieren möchte, weil er manchmal auch schon regelrecht so ein bisschen ein militanter Atheist ist, irgendwie alle quasi dazu bekehren möchte. Das geht mir auch auf die Nerven. Aber damals habe ich das so sehr gebraucht, dass mir das jemand sagt, dass das vollkommen okay ist, dass ich quasi nicht glauben muss. Und deswegen bin ich ihm auch immer noch dankbar irgendwie. Was natürlich seltsam ist, der Typ hat mich natürlich noch nie gesehen, weiß nicht, dass ich existiere, aber das hat mir damals definitiv geholfen, in meiner Jugend auch schon irgendwie ein bisschen um mich selbst zu finden, um zu wissen, wie stehe ich denn eigentlich da mit dem Glauben und so weiter und so fort. Also so, das war vielleicht so noch der letzte Schubs, dass ich mir dachte, nee, ja, das ist wirklich nichts für mich. Ich bin Atheist, tut mir leid, kann ich auch nichts machen. Und ja, damals in meiner Jugend habe ich dafür halt tatsächlich noch so ein bisschen eine Meinung von außen gebraucht. Bei den nächsten beiden bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge ich sie las, könnte aber auch ungefähr zur selben Zeit gewesen sein. Wir haben da zuerst Die Blumen des Bösen von Baudelaire, was ich in meiner Jugend auch mal angeguckt habe, weil ich dachte, das sehe cool und mysteriös aus. Würde ich jetzt nicht mehr machen, aber ist nun mal passiert. Auf jeden Fall war das ein Buch, was ich allein wegen des Titels damals auch eben in meiner Jugend irgendwann, vielleicht ein bisschen später, so 16, 17 könnte das gewesen sein, zur Hand nahm, ohne zu wissen, dass es halt Lyrik ist. Und das löste eine relativ lange Zeit von Gedichte schreiben bei mir aus. Also wo es vorher halt eher die epische Fantasy war, wurde das dann eher so von, also erstmal so ganz traditionellen Gedichten abgelöst, bis ich eher so das Prosa-Gedicht für mich entdeckte. Will überhaupt nicht behaupten, dass ich gut sei und es hat sich dann auch sehr von Baudelaire entfernt, aber die ersten Gedichte waren ganz, ganz schlechte Imitate seiner eher so ein bisschen düsteren, erotisch aufgeladenen Lyrik eben. Die ich möchte fast sagen, leider inzwischen gelöscht habe. Ich würde tatsächlich mal sowas machen wie Amanda Center. Kennt ihr die? Die liest halt ihre alten Teenager-Gedichte vor und interpretiert sie dann in der dritten Person. Und ich glaube, das wäre bei mir, ja, zumindest amüsant, sagen wir mal so. Auf jeden Fall war Baudelaire da so ein bisschen der Auslöser dafür, mit Ben zusammen vielleicht. Aber das war so eins, was ich mir halt selbst gekauft habe vor dieser großen Reklamwand mal in irgendeiner Buchhandlung. Hat mich angesprochen, war auch lange Zeit halt so mein Ziel, auch wenn ich das jetzt wiederum nicht so sehr mag. Ich mag inzwischen Pariser Spleen von ihm, den zweiten Band, den ich halt kennengelernt habe, viel, viel mehr. Das sind halt auch eher so Prosa-Gedichte. Aber die Blumen des Bösen werden immer einen schönen, schönen Platz in meinem Herz haben. Und das zweite, was auch ungefähr in diese Zeit fällt, ist Schöne neue Welt. Wobei das als Stellvertreter für alle diese alten klassischen Dystopien steht. Die haben mich definitiv geprägt. Es waren teilweise Dinge, über die ich vorher schon nachdachte, aber halt nicht in dieser Form. Also egal, ob das jetzt die Überwachung in 1984 ist oder die Vergangenheitsveränderung, beziehungsweise eher Auslöschung, oder hier eher so dieses, alle sind gut drauf, wir nehmen Drogen, man kann über nichts tiefer nachdenken, denn sobald irgendwie kritische Gedanken kommen, nimmt man diese Droge da. Alle sind perfekt auf eine gewisse Arbeitsweise von Geburt an halt schon so getrimmt und alle sind natürlich glücklich. Und das hat bei mir auch nochmal ein Umdenken gebracht. Ich war eine Weile dem Utilitarismus nicht so ganz abgeneigt. Und prinzipiell sind ja in der Welt tatsächlich irgendwie alle glücklich. Größtes Glück für die größte Anzahl. Und manche sind halt nicht intelligent genug, um das zu durchschauen und so. Und das ist inzwischen eine ganz, ganz furchtbare Vorstellung für mich. Also wenn ich mir vorstelle, dass man halt von Anfang an so darauf getrimmt wird, dass man nur eine bestimmte Sache überhaupt erreichen kann. Man kann nicht höher hinaus. Man hat einfach die Fähigkeiten nicht, egal ob intellektuell, körperlich und so weiter und so fort. Da bringt auch das Argument, finde ich, na, der ist doch glücklich damit. Der hat es ja von Anfang an eingetrichtert bekommen. Bringt nichts, meiner Meinung nach. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Vorstellung für mich inzwischen. Und da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen Literatur dazu gebraucht. Vielleicht wäre ich auch anders drauf gekommen, habe ja später auch noch Philosophie studiert und so. Aber tatsächlich mag ich das, glaube ich, am meisten, wenn ich irgendwie neue Erkenntnisse oder so durch Literatur bekomme und nicht jetzt so direkt durch ein Philosophiestudium, wenn mir jemand sagt, pass auf, so ist es, so könnte es sein und so weiter und so fort, diskutiere, sondern wenn ich da irgendwie so selber drauf komme, das sind halt irgendwie immer noch die schönsten Erkenntnisse. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, wenn man halt selbst irgendwie eine Veränderung, eine intellektuelle Veränderung in sich selbst herbeiführt. Jetzt habe ich selbst, 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 selbst gesagt. Dann sind es immer die, die bei mir irgendwie so am tiefsten sitzen. Kann wahrscheinlich bei jedem anders sein, aber ich bin halt so ein kleines Literaturkind. Überraschung auf BookTube. Vielleicht hätte ich das Video doch skripten sollen. Dann kommt eines, über das ich gefühlt auch schon 10 Mal gesprochen habe auf diesem Kanal, deswegen versuche ich es kurz zu fassen. Es ist Vergeltung von Gerd Ledig. Was der erste Roman war, der mir so die Schrecken des Krieges
wirklich bewusst gemacht hat. Vorher hat man natürlich viele Fakten, Zahlen gehört. Wir waren auch im KZ und natürlich ist das alles grausam, aber in einem Roman hat mich nicht so sehr erschüttert halt wie die Beschreibung in diesem Buch. Es geht halt wirklich schon grausam los. Es wird nicht wirklich besser. Man hat auch am Ende noch keine Hoffnung. Es zeigt halt wirklich eigentlich auf, wie schlimm alles ist und das in so einer erschütternden Art und Weise, dass ich es absolut liebte. Ich habe, glaube ich, auch schon mal die Geschichte drumherum erzählt. Es war Unilektüre und ich kam einfach zeitlich nicht dazu. Bis dann die Kommilitonin, die ein Referat dazu halten sollte, uns erzählt hat, dass sie tatsächlich eine Weile gedacht hat, sie muss das Referat abbrechen, weil sie das Buch so furchtbar, also inhaltlich einfach so grausam fand, dass sie nicht wirklich wusste, wie sie weitermachen soll. Und der Professor hat ja halt so ein bisschen provokativ gesagt, da ist sie vielleicht im falschen Studium und hat gesagt, na komm, dann lese ich es doch nochmal. Und war halt immer noch erschüttert, als sie das Referat gemacht hat. Und da dachte ich mir dann, na Mensch, das musst du aber noch lesen, egal ob du Zeit hast oder nicht. Das ist ein absolutes Muss. Und es ist bis heute halt noch, also erstens ein Lieblingsbuch, dadurch, was es halt so in mir aufgewühlt hat. Zweitens bestimmt auch so ein bisschen der Auslöser damit, dass ich doch so gerne, sag ich mal, über den Zweiten Weltkrieg lese. Ist übrigens eine Sache, über die ich auch nochmal nachdenken muss, warum das eigentlich so ist, warum man so sehr, oder ich so gerne über Grausames lese. Auf jeden Fall ist das das Buch aus meinem Studium, was mir definitiv am einprägsamsten in Erinnerung blieb. Und dann hätten wir noch mein aktuellstes einflussreiches Buch, nämlich Sehr blaue Augen von Toni Morrison. Ich sprach damals schon in der Rezension darüber, dass mir hier vor allem nochmal, also sowohl das Vor- als das Nachwort, glaube ich, absolut nahe gegangen sind, denn es stand dann sowas drin wie: Lieber Leser, bitte sag nicht einfach nur sowas, dass dieses Buch dich berührt und es ist ja alles so traurig, sondern mach was, lass dir das halt so nahe gehen, dass du tatsächlich dann etwas tun willst, etwas verändern willst. So geht's nur. Also, wir können nicht immer nur sagen, ach, das ist ja schade und dann passiert aber nichts. Und das traf mich halt zu 100%. Na, genau so jemand bin ich. Ich lese, wie ich gerade gesagt habe, recht gerne über furchtbare Dinge, einfach weil die Bücher sind, die am meisten in mir auslösen. Und dann sitze ich da und denke mir, ach, das ist ja alles furchtbar und dann passiert nichts. Ich meine, ich bin allgemein kein aktiver Mensch, politisch zum Beispiel oder auch in meinem Alltag. Ich gehe nicht demonstrieren, was aber auch daran liegt, dass ich die Form von zusammen herummarschierenden Menschenmassen seltsam finde. Das ist mir unangenehm, aber ich wollte nur sagen, ich bin niemand, der jetzt irgendwas auslöst, eine Bewegung. Ich mache jetzt keine Social Justice Blog-Posts oder dergleichen. Und das Buch hat mich mal wieder daran erinnert, dass das vielleicht doch nicht immer der richtige Weg ist. Ich meine, ich weiß noch nicht genau, was der richtige Weg ist. Das habe ich damals schon gesagt, das sage ich jetzt noch. Aber ich habe das Gefühl, dass das halt mal wieder eins war, was mich daran erinnert hat, dass die Welt sich halt nicht verändert, wenn niemand etwas tut. Das ist natürlich eine Erkenntnis, die hat vermutlich schon jeder 15-Jährige, aber es war halt mal wieder so diese Erinnerung daran, dass ich halt nichts tue. Ich weiß auch nicht, was ich machen möchte. Ich finde Demonstrationen nicht mein politisches Mittel. Bin mir halt, wie gesagt, einfach noch unsicher, aber es geht mir nicht aus dem Kopf. Und das ist immerhin schon mal ein guter Anfang. Oder sagen wir mal nur ein Anfang. Noch nicht unbedingt gut. Ich weiß nicht, wie ich die Menschheit verändern kann, aber das Buch hat mich daran erinnert, dass es vielleicht nötig wäre. Ja, und das waren auch schon die 7 einflussreichen Bücher aus meinem Leben. Gerade bei denen wäre ich natürlich daran interessiert, was ihr dazu zu sagen habt, ob die vielleicht zufälligerweise bei euch auch großen Einfluss genommen haben. Ansonsten danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.